Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video in Kerstins Küchentraum. Heute möchte ich euch diese leckeren angebratenen Udon-Nudeln zeigen in einer vegetarischen Version. Schön mit einem kleinen bisschen Schärfe, ich mag das sehr, sehr gerne. Und jetzt zeige ich euch die Zubereitung und wünsche euch viel Spaß dabei. Als erstes übergieße ich jetzt die getrockneten Moerpilze mit dem heißen Wasser. Und auch die Udon-Nudeln, die müssen 3 Minuten ziehen. So, die Moerpilze, die habe ich jetzt vom Wasser befreit und einmal abgegossen. Die schneiden wir uns jetzt in kleinere Stücke. So, hier habe ich jetzt schon klein geschnitten eine Knoblauchzehe, eine Zwiebel und hier 2 Scheiben Galanga. Das ist sowas ähnliches wie Ingwer. Kommt auch aus der Ingwerfamilie, sieht auch fast so ähnlich aus, nur so ein bisschen rosa und riecht und schmeckt ganz, ganz anders. Aber ich mag das sehr, sehr gerne. Hier habe ich mir einen Mini-Pak-Choi geschnitten und einmal ein paar Sojasprossen. Und jetzt habe ich hier noch eine Chilischote. Da schneide ich mir einfach ganz kleine Scheiben ab. Das reicht mir auch schon. Ich habe mir jetzt schon mal ein Gemisch gemacht mit 3 Esslöffeln Wasser. Ich habe jetzt die Chilischoten da reingemacht, einen Esslöffel Oystersoße und jetzt kommt noch ein Esslöffel Sojasauce dazu. Das verrühre ich kurz miteinander. Das kommt dann gleich über unsere Nudeln. Nicht wundern, ich habe in der Pfanne jetzt gerade schon die Nudeln für meinen Freund zubereitet. Da rein gebe ich jetzt den Knoblauch, die Zwiebel und den Galanga. Und das Ganze lasse ich jetzt einfach nur ganz kurz anschwitzen. Gebe da jetzt schon die abgegossenen oder abgetropften Udon-Nudeln dazu. Die Moerpilze. Das Ganze würze ich ein kleines bisschen mit Salz und Pfeffer. Gebe dann schon den Pak Choi dazu, sowie die Sojasprossen. Und mische das Ganze mit unserer eben angerührten Soße ab. So. Darüber gebe ich jetzt noch einen Esslöffel Sesamöl vom gerösteten Sesamöl. Die Pfanne ist jetzt schon aus und jetzt kann das Ganze schon aufgetan werden. So, ich gebe jetzt einfach noch ein bisschen gehackten Koriander darüber. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Ich würde sagen, wir probieren wie immer einfach mal zusammen. Richtig, richtig lecker vegetarisch angebratene Udon-Nudeln. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Der eine oder andere probiert es mal aus. Ich würde mich super drüber freuen. Und dann hoffe ich, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut!